Wer hat den Mann umgebracht, der bei Göttingen tot aufgefunden wurde? Jetzt gibt's den dringenden Verdacht, dass womöglich der eigene Sohn der Täter war. Eine neue Woche mit Hallo Deutschland. Willkommen, liebe Zuschauer. Seinen eigenen Vater zu töten, was bewegt einen jungen Menschen dazu? Der gerade mal 16-jährige Tatverdächtige soll im Streit seinen Vater erschossen haben, so die Polizei. Der Schüler selbst schweigt bislang. Dramatisches Ende einer romantischen Kutschfahrt. Auf dem Weg zum Märchenschloss Neuschwanstein gehen während der Fahrt plötzlich die Pferde durch. Und so endet der Ausflug für einige Touristen im Krankenhaus. Zum Ende der Osterferien waren die Autobahnen am Wochenende wieder proppevoll. Und dazu kam noch echtes Winterwetter, das die Straßenverhältnisse nicht gerade besser gemacht hat. In Sachsen kam es wegen Schneeglätte zu einem Massencrash. Überhöhte Geschwindigkeit, nach wie vor einer der Hauptgründe für schwere Unfälle. Nicht nur, wie wir eben gesehen haben, bei Glatteis. Um den Rasern auf die Spur zu kommen, sind Polizisten auch inkognito unterwegs. Die Autos sehen von außen ganz normal aus, sind aber vollgestopft mit modernster Videotechnik, die die Verkehrssünder aufspüren soll. Dass Tiere echte Überlebenskünstler sind, das hat dieser Hund hier bewiesen. Bruno haut beim Gassigehen plötzlich ab, läuft vor ein Auto und wird scheinbar überfahren. Kurz darauf ist er aber quietschfidel. Ja, ja, dem sitzt der Schalk im Nacken. So, gestern hat sich der eine oder andere vielleicht mal einen Extraschluck gegönnt am Tag des deutschen Bieres. Prinzipiell trinken wir Deutsche zwar immer weniger Bier, dennoch gibt es immer mehr Brauereien. Qualität also vor Quantität? Sieht so aus. Unsere Reporterin Judith Jöckel hat sich von uns überreden lassen und hat den leckeren Gerstensaft mal genau unter die Lupe genommen. Für seine Fans ist er der German Hot Boy, also der heiße Kerl aus Deutschland. Trong ist 24 und ein Superstar. Nicht hier in Deutschland, noch nicht vielleicht, aber in Vietnam. Seit er 2015 dort die wohl erfolgreichste Castingshow gewonnen hat. Er spricht zwar nur ziemlich holprig Vietnamesisch und ist in Unterfranken geboren und aufgewachsen, aber auf der anderen Seite der Welt dürfte sein Poster in so ziemlich jedem Mädchenzimmer hängen. Ja, und topfit ist er, der junge Mann. Ein neues, effektives Training für den ganzen Körper, das haben wir jetzt für Sie. Soll auch das Gehirn anregen. Und zwar krabbeln wie ein Baby. Auch Crawling genannt. In den USA längst ein Trend. Und damit auch wir jetzt up to date sind, bringt es uns unsere blond nachgefragte Reporterin Konstanze Polaschek jetzt mal bei. Also dann krabbeln wir jetzt hier mal alle nach Hause. Sie können ja auch noch ein bisschen üben daheim. Aber bitte dabei Leute heute anschauen. Das kommt nämlich jetzt direkt im Anschluss mit Florian Weiß. Lohnt sich dran zu bleiben. Bis morgen, einen schönen Abend.